Energy! Alle! Oh Gott, oh Gott, Gewalt. Ja, Intro kann ich eh nicht wegdrücken. Ich gehe mal eine Büchse saufen holen. Ah. So, hier, pass auf. Energy. Das passt doch, oder? Energy. So, jetzt gibt's Resident Evil Retro Let's Play, also Resident Evil 2, Teil 3. Wir waren jetzt ja in dem Raum von der Sekretärin, genau. Die sich darüber gewundert hat, dass dieser Polizeichef das totale Schwein ist und total die ekelhaften Bilder da sich schicken lässt und er findet die total geil und So. Weiter geht's. Hier in dem Fluss, glaube ich, da brennt es ein bisschen, glaube ich. Hier stimmt's, hier brennt's. Na, mein Freund. Feierabend. Ah, er ist tot. Oh, der brennt. Hui. Schwein. Ah, er ist auch hin. So, hier ist ein Helikopter reingestürzt. Da brennt's. Da kommen wir wohl nicht lang. Ah ja, hier ist ja die Tür, wo man da unten rum, da, wo man da dieses diese Außentreppe da. Uiuiui, Vögel. Zu Tode gepickt. Uiuiui. Oh. Abhauen. Schnell. Nun geh doch! Ja, da sieht man das, wo der Heli reingestürzt ist. Ah, hier ist so ein Wasserdruckventil, daran steht, Vorsicht, zu hoher Druck kann platzen, zum Platzen des Wassertanks führen. Ja, da muss man jetzt irgendwie hier so ein Rohr, der so ein Dingens finden, da platzt oben der Tank und dann löscht das Feuer. Es gibt, glaube ich, auch nochmal so eine Sequenz später, wo gezeigt wird halt, wie das da zu dem Absturz kommt. Ein kleines Wachhäuschen. Nichts Besonderes. Ist wahrscheinlich schon seit einiger Zeit kaputt. Ah, da ist das Ding. Da ist das Ding. Da ist das Rad, was wir brauchen. Den Ventilgriff. Ja, halt den Ventilgriff, mein Gott. Patronski. Jawohl. Ah, der scheiß Fahrplan nehmen wir auch mit. Ja, die Tür hier müsste zu sein. Oh, ist doch offen.
Ich dachte, die wäre zu gewesen. Naja, egal. Was? Schnell zumachen! Böse! Aber vielleicht mache ich die mal tot. Vielleicht gemacht dann dahinter ist dann was. Ja, ich gehe da nochmal rein. Frage im Chat. Spielt man da Leon? Ja, klar, da spielt man Leon S. Kennedy. First day on the job. Great, huh? Na, ihr Fotzen. Bäh! Ah. Ist viel zu gefährlich. Okay, dann gehe ich wieder. So, jetzt können wir das Feuer löschen. Oder nicht? Der Hubschrauber ist nur noch ein Wrack. Patronski. Da, 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 da. Zu Tode gepickt worden. Aber er hat noch was für mich. Patronskis. Oh, schnell weg hier. Oh. So. Jetzt gehen wir mal Polizei. Das war, glaube ich. War das der Polizeichef hier hinten? Ich weiß es gar nicht mehr. Oder war das dieser Raum mit dem. Ja, ja, das war hier. Der. Ach ja, hier müssen wir die Steine einsetzen, glaube ich. Gut, dass wir sie nicht weggepackt haben. Hier. Erstmal blinkt da was. Der Peak-Schlüssel. Hier ist so die Kunstsammlung von dem perversen Polizeichef hier. Da klappt die Brust auf. Hui. Königstecker. In dem großen Dings war, glaube ich, auch noch was, oder? Ja. So, jetzt können wir die Peak-Türen öffnen. Kurz gucken, welche das waren. Und hier war, glaube ich, defekt, ne? Ah, ja. Sieht nicht so aus, als käme man noch irgendwie auf die andere Seite. Okay. Gucken. Achso, welche Farbe hat der Scheißschlüssel? Prüfe. Geformt wie das Karo auf einer Spielkarte. Ohoho, Karo-Schlüssel. Ja, der ist so rötlich, ne? Karo-Schlüssel.
Auf dieser Etage hier nichts. Da ist es. Ach ja, das war ja hier rechts der K.O.-Schlüssel, was also auf der rechten Seite blinkt. Das war, glaube ich, dieser Vernehmungsraum da mit dieser Scheibe in der Mitte, wo wir auf der einen Seite schon drin waren und der andere. Das ist der Gang da einmal durch. Ach ja, da hinten, genau, unter der Treppe, wo es hochgeht auf der anderen Seite. Ich gehe aber hier oben lang, weil ich dann erstmal dieses Ventilrad und die Farbänder in die Kiste legen kann. Möchte. Ja, den Stecker kann ich noch wegpacken. Ich nehm's mal mit, wa? Wer weiß, ob da gleich nicht was Fieses ist. Ja, herzlich willkommen an alle, die jetzt hier halt nicht im Chat sind. Ansonsten natürlich auch schön, dass ihr das auf YouTube guckt. Das kommt ja später alles auf YouTube. Wollen Sie die Leiter herunterklettern? Ja, natürlich. Ich saufe gerade leckeres Gebräu. Made from Skilled Cows. Unser Held. Ah, ich glaube, ja, ich weiß schon. Ich glaube, die das Spiel kennen, die wissen jetzt auch. So, hier haben wir erstmal. Ah ja, sehr gut, die Kabel. Die sind eigentlich nicht wichtig, aber die helfen einem dann. Man muss die Kabel nicht haben, sagen wir es mal so. Wichtiger. Ich nehme mal die Shotgun in die Hand. Wer weiß, wofür die. Ich wusste, dass der kommt, Alter. Ihr erschreckt mich trotzdem nochmal. Ach, das war's schon? Scheiß Ficker, Alter. Nimm mit die Scheiße jetzt! Ja, es ist jetzt Sonntagabend, 19:56 Uhr. Dschungelcamp ist vorbei. Melanie hat gewonnen. Ich habe eben gerade noch Bayern geguckt gegen Frankfurt. 5-0 gewonnen.
Top-Spiel, Junge. So. Ja, mein Fräulein, Frauchen ist wieder weg. Jetzt, ja, habe ich halt noch schön lecker gegessen. Ich habe ja Gulasch gemacht gestern. Das war gestern schon sehr lecker und heute halt aufgewärmt. Oh, Alter, war das gut, ey. Voll nochmal schön durchgezogen. Ja, hier wäre jetzt übrigens so eine Stelle, wo man das Kabel einsetzen könnte. Ja, hier, also an diesem Schaltkasten, wenn man zurückgeht, sieht man ihn nochmal besser. Dann kann man das überbrücken und dann gehen hier die Rollladen runter. Haben wir das Ding jetzt eigentlich noch mit? Ja, nehmen wir auch mal. Kabel geflickt, dann kommt das da runter und dann, weil wenn man es nicht macht, dann kommen hier früher die Viecher durch die Fenster. Ja. Später passiert das sowieso, dann geht das wieder kaputt und dann geht das wieder hoch und dann kommen die trotzdem rein. Aber wenn man das Kabel daran macht, dann bleibt das länger. Weil ist ja zu dann. Nee. So. Ja, heute Bayern 5-0. Gestern oder vorgestern Dortmund gegen Braunschweig. Ja, Braunschweig hat wieder verloren. 2-1 muss man sagen. Aber Braunschweig super gespielt. Beziehungsweise hat Klopp ja dann hinterher auch in der Pressekonferenz gesagt, ja, wir haben hier heute mit Glück gegen einen starken Gegner 2-1 gewonnen. Ja, und das wäre fast auch noch unentschieden ausgegangen. Da. Das, nee. Braunschweig echt stark gespielt, muss man sagen. Also für Braunschweiger Verhältnisse, ne. Ich hab das schon gut gefunden. Und der Nielsen, ja. Dieser Neuzugang, der, was ist das, Norweger, Schwede oder irgendwas? Der Nielsen, Hallöchen. Na? Ja, der Nielsen ist richtig strong. Was war das denn? Hier war doch irgendwas. Schloss ist kaputt! Also der macht Spaß, der Nielsen. Also wirklich. Da ist ja noch einer. Bleib liegen, du Arschloch. So, hier ist doch irgendwas offen. Ah, da, ja, 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 ja. Nielsen ist ein Schwede, okay. Naja, auf jeden Fall irgendwas Skandinavisches. Film. Auf jeden Fall ist der gut. Also der ist auch am Ball, also technisch sehr, sehr, also ist schon stark, starker. Also im Vergleich zu den meisten anderen Braunschweigern. Natürlich kein Vergleich zu Thiago, der sich da einen abzaubert. Also der ist echt Thiago, Mann, Mann, Mann. So, aber hier war doch noch irgendein Fach. Ah, da, ja, Shotgun, ja, 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 ja. So, wir haben einen Film gefunden. Schloss geöffnet. Jetzt kommen wir, glaube ich, zu in diesem Raum hinter der Haupthalle, wo der Typ war am Anfang. Oder? Ja. Ja, da hinten sitzt er, genau. Der vom Anfang. Jetzt wird er auch zum Zombie. Du Hamster. Ja, der Herzschlüssel. Juhu. Er hat's hinter sich.
Ja, hier sind noch so ein paar Partyhütchen und hier die Nachricht nicht. Memo an Leon. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Versetzung zum Polizeirevier Raccoon City. Wir freuen uns alle, Sie als neuen Kollegen begrüßen zu können. Und wir versprechen, Sie gut zu behandeln. Willkommen an Bord, die gesamte Belegschaft des Raccoon Police Departments. Oder Police Raccoon City. Ach, irgendwie so rum halt. So. Ist ja kaputt, der Ärmste. So, war hier noch was? Termin-Ding. Nö, das war's, glaube ich, jetzt, ne? Ja. Das können wir hier wieder aufmachen. Und dann können wir die Herztüren aufmachen. Genau, das ist einmal auf der anderen Seite. Ja, zum Gefängnis, genau, zu dem Zellenblock. Und da ist auch noch eine Tür auf der rechten Seite, da waren wir auch noch nicht drin. Was ist da denn los? So, oben. Ja, ist nur die eine Tür, glaube ich, da hinten. Und dann geht es ja schon runter. Aber diese rechte Tür, die da in der Mitte da rot leuchtet, warum sind wir da noch nicht drin gewesen? Ach, das geht ja jetzt erst mit dem Schlüssel. Ja, 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 ist okay, 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 okay. Ja, 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 ja. Auf jeden Fall müssen wir auf die andere Seite. Aber erstmal können wir nochmal hier hingehen, denn wir haben ja einen Film gefunden und es gab ja hier dieses Fotolabor. Und da gehen wir jetzt mal rein und entwickeln mal den Film. Vorher was in die Kiste packen. Oh, die Shotgun-Munition. Die brauchen wir, glaube ich, erstmal nicht. Oh. So, endlich. Da, 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 da. Meine dritte Büchse heute, glaube ich. Oder? Ne, zweite oder dritte Büchse? Energy, Junge! Das heißt dann, ich habe dann, wenn ich die weggesoffen habe, 600% meines täglichen B12-Vitaminbedarfs. Alter, lebe ich gesund oder was? Da sind Vitamine drin, das ist frisches Felsquellwasser, das ist alles vom Feinsten. Ja, und ich kann wahrscheinlich die ganze Woche noch Gulasch fressen. Ich habe ein Kilo Gulasch gekocht, also ein Kilo Fleisch. Halbes Kilo Rind, halbes Kilo Schwein, riesen 3 Liter Soße. Mmh, yum, yum, yum. Nur geh doch da durch, du. Mann. Ach. Ja, ich stehe an der falschen Stelle, ne? Wie? Ja, hier. Da, ja, ja. Ja, ja, ja. Film A. Da ist irgendwie wieder so eine Reagenzien mit Viechern drin. Code G-Experiment. Menschlicher Körper. Ist jetzt kein Muss, aber man kann es machen. Gulasch schön mit so ein Viertelliter lieblicher Rotwein noch drin. Also nicht lieblicher, doch lieblich, so süßer Rotwein, also kein trockener. Und lecker. Halbes Kilo Rind, halbes Kilo Schwein. Nun geh doch da lang, du. Und schön halbes Kilo Zwiebeln und
Dann noch ein Liter Wasser rein und Brühe und am Ende noch schön Pilze rein, frische Champignons geschnippelt und eine halbe Paprika. Schön Salz, Pfeffer und ganz viel Paprikapulver und oh, ist das schmackhaft. So, jetzt habe ich wieder 5000 Nachrichten in WhatsApp hier. So. So, einen Moment, ich muss mal kurz hier der Frau was schreiben. Ich habe ihr gerade wieder ein Bild geschickt mit dem Text und das hat sie wieder nicht verstanden. So. Da. Ne, das war noch eine halbe Pulle Wein übrig da. Ne, was heißt so eine kleine Pulle? Das war so eine 0,25er Flasche. Weil ich habe Muttern zu Weihnachten, weiß ich, letztes Jahr oder so, da haben wir ihr so ein Paket Wein zu Weihnachten geschenkt, so mit verschiedenen Rotweinen. Und dann haben wir dann noch so ein paar kleine Probeflaschen mitgekriegt. Und die habe ich aber behalten. Und ja, zum Kochen halt. Ne? So. Schwupp, 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 schwupp. Ich glaube, wir haben was vergessen. Ich glaube, jetzt kommt nämlich bald, oder kommt das bald da? Der Bereich, wo man diese Stecker einsetzen muss, die wir da jetzt finden, die ganze Zeit über. Bin mir nicht sicher, ich glaube. Kreuz eingraviert? Hä? Warum blinkt das dann grün? Achso, das sollte den Schlüssel symbolisieren. Achso, gelb ist offen. Ja gut, verarscht. Scheiße. Ja, zurücklaufen, verdammter Mist. Ja, ich muss das gestehen, ich habe Nudeln dazu gegessen, aber man kann auch mal Nudeln essen. Morgen gehe ich wieder auf die Waage. Gucken wir mal. Nudeln. Aber man kann ja nicht immer nur Fleisch und Gemüse essen. Man muss auch mal eine Nudel essen dürfen. Ja. So, jetzt geht's hier hinten rein. Jetzt nutzlos. Yeah! Ach nee, hier hinten ist doch, glaube ich, nicht dieser Zellenbereich mit zwei Zellen, sondern hier geht's jetzt nochmal an so ein. Ne? Warte mal, das war gar nicht. Die Zellen sind woanders. Die Zellen sind unten. Im Keller irgendwie. Durchs Parkhaus irgendwie durch oder was? Dahinter kommt dann der Zellenbereich, genau. I remember. So, hier kann man auch wieder so eine Rollläden runter machen. Hier ist auch wieder so ein kaputter Stromkasten. Unter dem Schloss ist ein Kreuz eingraviert, oder? Ah, hier ist ein Knopf. Ja, egal. Arschloch! Ah, der hängt wieder in irgendeiner Ecke fest, denke ich mal. Links. Und rechts. Oh. Scheiße. Nein! Ja, Herr und Frau Yuki, was ist denn da? Sie wollten mir doch noch was da und so. Oh, ich bin schwer verletzt. Ui.
was zukommen lassen. Wenn ich mich nicht recht entsinne, was sie mir da vorgestern schroben. So, hier ist zu, glaube ich, ne? Autopsieraum verschlossen. Kreuz. Fräulein Frau Yuki. Ah, hier ja, eine Rottepflanze. Ist da nix? Ich dachte, da wäre was. Sah so aus. Eine Leiter. Ja, wir gehen runter. Erstmal abhauen. Ich will keine Bilder von Minderjährigen. Nee. Es geht um was anderes. Ja, 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 damit. Ach ja, hier ist ja, 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 der Zaun ist kaputt, zu klein für einen Erwachsenen. Hier unten müsste Speicherraum sein, glaube ich. So, eine Truhe, ja, sonst ist hier nichts, glaube ich, ne? Nö. Ja, drei Stecker, Turm, König, Läufer. Na, da müssen wir wieder. Irgendwo müssen wir da nicht. Natürlich kann man sich ja denken, die Stecker heißen ja nicht umsonst Stecker. Man muss hier wohl wo reinstecken. Nee, es geht ja darum, dass die Frau Yuki mich ja unterstützen wollte hier beim Resident Evil 2. Ich habe es mir dann ja selber gekauft und dann meinte sie, ja, hier, ich gebe dir was dazu. Und das ist halt noch nicht passiert. Deswegen habe ich gedacht, frage ich mal nach. So, jetzt sind wir wieder oben. Der Autopsy-Room ist zu. Hier ist der Generatorraum, glaube ich. Irgendwie mit, irgendwas mit Strom auf jeden Fall war hier, glaube ich. Ja, ja. Ah, eine Karte. Oh. Ach ja, hier dieses Strom-Einschaltspielchen. Ja, 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 ja. I remember. So, wir müssen auf, war, glaube ich, hoch, hoch, runter war es, glaube ich. Kann sich das auch ausrechnen, ja, aber wenn man gut ist wie ich, dann weiß man das auch 15 Jahre später noch. Ja, macht ja nichts, Frau Yuki, Sie können es ja noch nachholen. Aber krass, oder, wie sich solche Kleinigkeiten einbrennen über Jahrzehnte. Ja. So hoch, hoch, runter, das wusste ich sofort wieder, wo ich das gesehen habe, so krass. Wie gesagt, man hätte sich auch ausrechnen können, weil die Werte dran stehen, ne? Aber. So, der Kartenleser hat jetzt wieder Strom, aber wir haben die Karte halt nicht, ne?
Hier ist ja das, genau, das Parkhaus. Oh. Sorry about that. When I saw the uniform, I thought you were another zombie. Who are you? Ada Wong. And what are you doing here? I'm looking for some guy named Ben. He's one of those reporter types, always looking for a scoop. I heard he was locked up in the cell block, only there's a wrecked car barring the entrance. I've been trying to find another way inside. Wir schieben den zusammen weg, Mädchen! If we work together, we can move this thing. Give me a hand here, will you? Ja, ja, Baby. Schätzchen. Ja, das ist Ada Wong, ja. Und wenn wir uns noch zurückerinnern, es gab ja in Resident Evil 1 in einer der Aufzeichnungen, einer der Forscher, John, der hat ja von seiner Freundin erzählt, die auch Ada hieß. Ja. Und das war ja auch das Passwort bei dem einen Computer, Ada. Und jetzt treffe ich die Alte hier. Mysteriös. Wer ist sie? Und wer ist Ben? Ein Reporter. Wait! Haut sie einfach ab. Gehen wir einfach mal hier rein. Ah, hier sind die Hundezwinger, genau. Hässlicher Schweinehund! Oh ja, jetzt gibt es hier auch blaues Flämmchen. Und aus Resi 1 wissen wir ja noch, ah, das sind die gegen Gift. Ja, also, wissen wir, alles klar. Wir nähern uns einem Bereich mit Gift. Also, wo man vergiftet werden könnte. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Eine Schalter, wenn man das Schloss öffnen kann. Das Schloss ist offenbar zu, ja. Warum drückst du da nicht drauf? Ach, da kann man eh schon rein. Ach so. Ja, jetzt sind wir im Zellenbereich. Stimmt, ja, ja. So, wir machen jetzt erstmal einmal wieder ein Superkraut. Und machen danach noch ein Superkraut. Und dann machen wir noch ein. Ja. Warum nicht? Oops.
So, jetzt kommt die Sequenz, glaube ich, hier mit diesem Reporter. Let me guess. You must be Ben, right? Get up, now. What do you want? I'm trying to sleep here. Der Typ ist cool, ja. Is this the guy? Ben? You told the city officials that you knew something about what's been going on, didn't you? What did you tell them? And who the heck are you? I'm trying to find my boyfriend. His name's John. He was working for a branch office of Umbrella, based in Chicago, but he suddenly disappeared 6 months ago. Hmm. I heard a rumor that he's here in the city. I don't know anything. And even if I did, why would I want to tell you? Okay, I say we leave him in there. Does anyone know where they put the key to this cell? I have it right here, officer. But I'm not about to leave this cell. Those zombies aren't the only things crawling around out there. Oh Gott, was denn noch? What was that? Like I said, I'm not leaving this cell. Get out of here before you lead it right to me. Hey, I'm not going anywhere. I'm the only cop left alive in this building. What? Look, if you want to live, then you're gonna have to leave with me. But do you even know how to get out of the city? There's a kennel in the back of the building. Inside the kennel is a manhole. Go through and it'll lead you to the sewer entrance, but it won't be easy. It won't be easy. All right, I'm going. Ja, bei den Hundezwingern da. Ja, 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 ich weiß doch schon. Ja, ja, ja. Und da ist die Stange für den Gullideckel. Die Gullistange. So, ich werde dann demnächst auch gleich mal wieder abspeichern. Dann haben wir nämlich gut wieder eine Stunde voll. Und dann mache ich dann den nächsten Teil. Ich spiele aber weiter. Ja, für euch auf dem Stream. Ja, ich spiele weiter. Oh, da ist die Stange weg. So, Wiedersehen. Hinunterklettern. Also, wie gesagt, ich speichere bei der nächsten Möglichkeit gleich ab. Und dann werde ich das hier beenden, das Teil, den Teil 3, und danach machen. Oh Gott, Spinnen. Tschüss. Mach ich gleich weiter. Hier kann man, glaube ich, speichern. Ich bin sehr sicher. Ja, 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 ja. Dip, 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 dip. Hier kommen, machen wir noch mal. Ne, das nehmen wir mal mit und die packen wir alle weg. Nehmen das noch mit dazu. Ja, ja, ich speichere total ab, Alter. So, dann mache ich kurz auf Pause.
bedanke mich bei allen, die bis hierhin zugeschaut haben, bei Teil 3 des Retro-Let's Plays Resident Evil 2. Ich werde die Aufnahme kurz beenden für euch auf dem Stream, keine Sorge. Dann wechsle ich den Aufnahmeordner und dann geht's sofort hier an der Stelle weiter. Yeah! Also Leute, wenn es euch gefallen hat, abonnieren, kommentieren, liken, erst anklicken und so weiter und so fort. Resident Evil 2, geiles Game. Auf Wiedersehen.